Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 6. Das letzte Mal ging es um Kain. Und heute wollen wir weiterlesen und mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, es ist dein Wort. Und wir möchten dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und wir dich besser kennenlernen können. Im Namen Jesu. Amen. Vers 25 von 1. Mose, Kapitel 4. Und Adam erkannte seine Frau. Nochmals. Die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit später habt, könnt ihr mal in der Bibel nach dem Namen des Herrn suchen. Da gibt es ganz viele interessante Dinge zu entdecken. Hier sei nur kurz angemerkt, dass man das Hebräische auch so übersetzen kann, dass sie anfingen, sich mit dem Namen des Herrn zu benennen. Dass also diejenigen, die an Gott geglaubt haben, nach ihm benannt worden sind, als diejenigen, die noch zu Gott gehören. Kapitel 5, Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes, und doch hat Adam dann einen Menschen nach seinem Bild gemacht. Wir nehmen etwas mit von dem, was unsere Eltern erlebt haben. Wir tragen da so einen Rucksack mit uns. Und manchmal ist das interessant, auch im eigenen Leben zu sehen, dass vieles von dem, was wir tun, manchmal so eine Reflexion von dem ist, was unsere Eltern oder andere Vorfahren getan haben. Und die Lebenszeit, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enosch betrug 905 Jahre und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre. Da zeugte er den Mahalael. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalael gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und Mahalael lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared. Und Mahalaleel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Mahalaleels betrug 895 Jahre und er starb. Ein Buch voller Namen. Es gibt noch mehr Bücher in der Bibel, vor allem eins, das voller Namen ist. Vielleicht findest du es ja selbst in deinem Bibelstudium. Ein Buch, das kann ich so viel verraten, das entscheidend ist für unser ewiges Leben. Und deswegen dieses Kapitel, ganz interessant eigentlich. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Inmitten dieser Aufzählung von Menschen steht ein Mensch, der mit Gott ging. Willst du auch heute dieser Mensch sein, mitten all der anderen Menschen, der mit Gott geht, der mit Gott wandelt, Tag ein, Tag aus? Und Methuselah lebte 187 Jahre, da zeugte den Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre und er starb. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte,
noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war 500 Jahre alt. Da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, diejenigen, die nach dem Namen Gottes genannt waren, wie wir in Kapitel 4, Vers 26 gelesen haben, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Ganz ähnlich wie im Schöpfungsbericht. Sie sahen, was ihnen gefallen hat und nahmen es sich einfach in 1. Mose 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Die Menschen fingen an, sich von Gott zu entfernen, Dinge zu tun, die Gott nicht gut heißen konnte. Sie fingen an, sich mit den Gottlosen zu vermischen. Und Gott sagt hier, dass sein Geist nicht ewig an uns klopft. Vielleicht könnt ihr noch finden, wo in der Bibel noch steht, dass Gott mit uns rechtet. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist in Jesaja 1 und ihr werdet sehen, wie diese Passage dadurch noch sehr viel klarer wird. Gottes Geist ruft uns heute auf, ihm zu folgen und Dinge sein zu lassen, die uns von ihm entfernen. Lasst uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten heute mit dir so wandeln, wie Henoch gewandelt ist. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist noch an uns wirkt. Aber wir wissen auch, er wird es nicht ewig tun. So bitten wir dich heute um Kraft, richtige Entscheidungen zu fällen und Dinge aufzugeben, die dich entehren. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Thank you.